Ich hatte ein gutes Gespräch mit Václav Klaus, ehemaliger Staatspräsident aus Tschechien, aber auch mit Prinz Michael von Liechtenstein, denen ihre Theorie oder auch die meinige ist an und für sich, Corona ist ein Scapegoat. Also Corona ist quasi eine Ausrede, um das System, wie sie es vom WEF propagieren, an die Wand zu fahren. The Great Reset. Und weil eben, also die Zentralbanken und die Staaten sind verantwortlich, dass wir in einem komplett überschuldeten Bankensystem stecken. Und man eben, wenn es möglich wäre, Wohlstand zu drucken, dann müssen wir ja nicht arbeiten. Da könnte man uns jedem eine Million in die Hand drücken und wir haben alle ein Happy Life. Also, aber das ist ja Bullshit, oder? Aber das ist im Endeffekt das, was abläuft. Also wir sind am Ende eines langfristigen Schuldzyklus, wir sind am Ende diverser Generationenzyklen. Also alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, oder? Und das heißt einfach, das ganze Finanzsystem, das ist eigentlich das, was at stake steht und das nicht mehr länger unterhalten werden kann. Und Corona ist quasi eben die Ablenkung davon, dass nicht die Mächtigen dieser Welt quasi in den Straßen gelüncht werden oder eben mit der Guillotine, wie das früher der Fall war. Aber dazu braucht man natürlich eine größere Unterdrückung der breiten Bevölkerung. Die Mächtigen, man sieht, sie propagieren seit einigen Jahren Modern Monetary Theory. Also quasi, wir können so viel Geld drucken, wie wir wollen, wir schulden es uns ja selbst. Und dieses Universal Basic Income, also dieses bedingungslose Grundeinkommen. Und ja, das ist so ein bisschen die Strategie. Man versucht, die Leute vielleicht in diese Schiene zu fahren. Weil wenn die Show hier zu Ende ist, mit dieser Corona und die Weltwirtschaftskrise, ich meine, die Lawine rollt, das kann man auch nicht mehr aufhalten. Aber wenn das natürlich zu Ende ist, dann versuchen sie wahrscheinlich einfach, wenn die Leute nichts mehr haben, dass man ihnen halt mit diesem Sklavenlohn, was das bedingungslose Grundeinkommen an sich reflektiert, in Verbindung mit Trace and Tracking und dann halt die Impfung und das ganze Zeug, die Freedom of Movement, oder? Da werden wir eingeschränkt. Also sie versuchen es auf die Richtung. Ich glaube einfach nicht, dass es ihnen gelingen wird. Ich denke nach wie vor, der Mensch ist ein rationales Geschöpf. Wir haben eben das Konzept, dass wir uns Gedanken machen können, dass wir lernen können, dass wir kombinieren können. Das zeichnet den Mensch aus. Lange ist er halt einfach zu faul, denkfaul, oder? Solange es ihm zu gut geht. Aber irgendwann hoffe ich, dass die Leute erwachen und dann sagen, hey, enough is enough. Und jetzt wir ignorieren die Zentralregierungen und wir suchen unser eigenes Glück innerhalb von, eben wie wir in der Schweiz haben, dezentral, also nicht zentral, oder Subsidiarität, die Gemeinden, die werden entscheidend sein und die Sklaven, die dann in den Städten hocken wollen, die sollen das machen, wenn sie das wollen. Oder? Aber die freien Bürger sollen die Möglichkeit haben, sich von diesem System zu verabschieden, zu sagen, wisst ihr was, unsere Steuergelder kriegt ihr nicht mehr.